Das Problem ist, dass viele Titel in Deutschland nicht erhältlich sind. Viele Serien wie One Piece oder Dragon Ball sind auf Netflix verfügbar, aber nur in anderen Ländern. Mit einem VPN für Netflix können Nutzer diese Landbarriere ganz einfach umgehen. Aber ein VPN ist nicht nur dafür gut geeignet. Mit dem wachsenden Bewusstsein für Cyberrisiken wächst auch die Menge und Verfügbarkeit von VPN-Software. Nutzer müssen immer noch bei monatlichen Abonnements abdrücken, um die volle Abdeckung zu erhalten. Aber es gibt auch zunehmend vielversprechende Angebote im Freemium-Bereich, die einige VPN-Vorteile ohne Bezahlung ermöglichen. Herzlich willkommen bei Dr. Day, dem Ratgeber-Channel für alle Themen des Alltags. Das Feld der VPNs ist breit, aber die Liste der Dienste mit kostenlosen Versionen ist recht kurz. Diese Angebote haben immer auch Nachteile. Sie schränken in der Regel die Daten ihrer Nutzer ein, blockieren Funktionen oder gewähren ihnen nur Zugriff auf bestimmte Serverstandorte. Erwartet also kein vollwertiges All-in-One-Programm, es sei denn, ihr seid bereit, für einen VPN-Dienst zu bezahlen. Proton VPN überzeugt mit einem soliden Gesamtpaket, das mehr als die Summe seiner Teile ist und den großen Namen im VPN-Bereich ernsthafte Konkurrenz machen könnte. Besonders die Gratis-Version lässt andere Anbieter alt aussehen. Bei Proton VPN gibt es nämlich keinerlei Daten- oder Geschwindigkeitslimits, also können auch Gratiskunden VPN-Verbindungen unbegrenzt nutzen. So können Nutzer nicht mehrere Geräte zur gleichen Zeit verbinden und sind auf 3 Serverstandorte beschränkt: die Niederlande, die Vereinigten Staaten und Japan. Weil wenige Server zur Verfügung stehen, ist die Geschwindigkeit im Vergleich zur Bezahlversion eingeschränkt, auch wenn sie nicht gezielt gedrosselt wird. Videostreaming ist zudem leider nur in den Plus-Visionary-Tarifen möglich. Jeder kostenlose VPN-Tarif bringt gewisse Einschränkungen mit sich. Entweder ist das Datenvolumen begrenzt, die Auswahl der Server eingeschränkt oder Streaming wird unterbunden. Wenn du keine dieser Einschränkungen in Kauf nehmen möchtest, empfehlen wir NordVPN, das für rund 3 Euro im Monat zu haben ist. 5400 Plus Server, mehr als 5400 Server, 60 Länder und exzellente Geschwindigkeiten überzeugen hier. 6 Geräte gleichzeitig sind kein Problem. NordVPN vereinigt Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Funktionsumfang zu einem stimmigen Gesamtpaket, das noch dazu relativ erschwinglich ist. Schau unterhalb dieses Videos in die Videobeschreibung mal hinein, denn dort haben wir euch diesen unserer Meinung nach besten VPN-Anbieter verlinkt, der euch zudem in diesem limitierten Angebot aktuell noch einen saftigen Rabatt offeriert und ihr könnt sogar direkt mit 3 Gratismonaten durchstarten. Die meisten Freemium-VPN-Anbieter setzen die Volumenlimits relativ niedrig an, was ihre Verwendung als Standard-VPN nicht tragbar macht. Allerdings gibt es noch ein paar andere Dienste, die in mehr oder weniger abgespeckten Versionen auch ohne Abonnement nutzbar sind. Auch Winscribe kann sich sehen lassen. Profilieren kann sich Winscribe mit seiner Gratis-Version. Nutzer haben dabei monatlich ein Datenvolumen von 10 GB verteilt auf alle synchronisierten Geräte zur freien Verfügung und können auf 10 verschiedene Serverstandorte zugreifen. Wer seine E-Mail-Adresse bei der Registrierung nicht hinterlässt, bekommt immerhin noch ein Volumen von 2 GB. Damit ist auch Winscribe wesentlich großzügiger als viele andere Freemium-VPNs, ihre Gratis-Version überwiegend als Appetithäppchen für die Premium-Features nutzen. Natürlich gibt es auch bei Winscribe weitere Einschränkungen. Die dezidierten Streaming-Server sind zahlenden Kunden vorbehalten, auf Netflix-Inhalte aus dem Ausland können Nutzer also leider nicht zugreifen. Kostenlose VPNs sind großartig, wenn Nutzer sie nur gelegentlich verwenden möchten und nicht zu viele Daten benötigen. Ein kostenloses VPN ist beispielsweise nützlich, wenn man die Geo-Blockierung von IP-Adressen schnell umgehen möchte. Die in diesem Video empfohlenen kostenlosen VPN-Dienste unterstützen normalerweise mehrere Plattformen und Betriebssysteme. Egal ob Nutzer nach einem kostenlosen VPN für iPad, Android oder iPhone suchen, die empfohlenen VPN-Dienste sollten für das entsprechende Gerät funktionieren. Aber wenn wir beginnen, ein kostenloses VPN für Netflix oder andere Streaming-Dienste zu verwenden, werden wir wahrscheinlich auf Daten- und Geschwindigkeitsprobleme stoßen. Ebenso werden Nutzer mit Einschränkungen konfrontiert, wenn sie versuchen, Serien und Filme mit der kostenlosen VPN-Version herunterzuladen. In solchen Fällen ist ein günstiges, kostenpflichtiges VPN unerlässlich. Zumal viele kostenlose VPN-Apps im Play und App Store nicht richtig funktionieren oder auf die eine oder andere Weise schädlich sind. Internetsicherheit beginnt mit einem guten VPN und ein schlechtes VPN kann den gegenteiligen Effekt haben. Wir freuen uns über ein Abo und einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, in die Videobeschreibung zu schauen. Wir hoffen, wir konnten euch hiermit gute Tipps an die Hand geben. Lasst uns gerne ein kostenloses Abo für weitere Tipps da und werft einen Blick in unsere Infobox für alle wichtigen Informationen. Bis zum nächsten Mal bei Dr. Day.